Dark Prince. Jetzt kommt noch eine Karte ganz oft, aber bitte, bitte, bitte eine brauchbare. Ah, ärgerlich. Minion Da kannst du einen Hoden offensiven predict. Poison Spell. Oh mein Gott, nice. Perfekt. Supporten? Ja. Oh, fuck. Oh, Bäcker Level 6. Boah, Leute, Trimax hier. Wir sind zurück auf dem Free-to-Play-Account und wir haben eine Epic-Chest. Die werden wir auf jeden Fall auch noch gleich öffnen. Und es soll, glaube ich, in wenigen Siegen schon wieder eine Legendary Chest kommen, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Das könnte noch mal Moderator ganz kurz recherchieren. Das wäre auf jeden Fall geil. Es ist zusätzlich Epic Sunday und wir haben die Clan Chest. Das habe ich jetzt erst gesehen. Das wird den Free-to-Play-Account auf jeden Fall wieder pushen. Vielleicht kriegen wir ja alles. Okay. Öffnen wir mal zuerst die Free Chest. Ich bin immer noch krank, ey. Das gibt's ja nicht. So. Okay. Die Clan Chest, da kommen wir. Als nächstes zu. Skelette, sehr schön. Mega Minion, ja. Barbaren-Spiel kommt jetzt nicht so geil. 148 mal die Bogenschützen, das ist auf jeden Fall geil. 24 mal Rakete, nicht so geil. Jetzt kommt hier noch die epische. Und es ist. Oh, die Kiste war kacke. Also, wir hatten schon viele. Wir hatten schon viele gute Clan-Chests, aber die. Na gut, die Bogenschützen kann man gebrauchen. Aber so Barbaren, Rakete, Spiegel. Das sind nicht so die Karten, die wir spielen. Kommen wir jetzt noch zur Epic-Chest. Und das kann halt echt ein Game-Changer sein. Hoffen wir es. Koboldfass, Freeze, Dark Prince, jetzt kommt noch eine Karte ganz oft, aber bitte, bitte, bitte eine brauchbare. Wie geil. Ich dachte mir noch so, scheiße, das dauert ja noch ganz, ganz viele Sonntage, bis wir den Poison Spell auf Level 4 haben. Und dann kommt da 13 Mal der Giftzauber. Oh, Leute. Oh, Mann, wir haben irgendwie auf jedem Account Glück. Richtig nice. So, jetzt haben wir hier die Abstimmung, was wir anfordern sollen. Päcker, Henker, Golem und der Päcker überwiegt. Der Päcker überwiegt stark. Boah, ist das gut. Jetzt ist der Preußen auch im Päcker-Deck? Oh mein Gott, wie nice. Wunderbar, dann ziehen wir uns hier noch den Päcker rein. Den holen wir uns noch. Also Päcker auf Level 5 kann man schon mal machen. Der kann, glaube ich, mit den Royal Giants... Auch wenn sie auf Level 12 sind, denke ich, ganz gut aufnehmen. Dann ist es genau das Deck, mit dem du Top 100 bist? Ja, genau. Also ja, das okay. Spiele ich genauso. Krass, dass das hier auch, ich sag mal, dass das hier so weit unten funktioniert, ne? Stimmt, also im Prinzip ist es eine relativ gute Meta auch für das Deck. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja. Okay, dann machen wir direkt mal ein Battle. Du gibst Tipps. Jo. Baby Dragon Skelette. Friedhof, Poison und als fünftes den Päcker. Ich würde Skelette hinten spielen. Okay, da kannst du jetzt einen Baby Dream bringen. Machen wir das. Poison? Da, ja, genau, Poison. Ja. Oh, das ist perfekt. Den kannst du schön reinlaufen lassen und dann, wenn es überhaupt nicht erwartet, bringst du zum Päcker. Jetzt. Ja, hast du auch genau mit Elixier. Kommt ein Hit raus, sogar noch zwei, aber ist nicht schlimm. Dein Packer stirbt jetzt leider auch, weil er ziemlich gutes Backup auf den Riesen gebracht hat. Ja. Das geht aber trotzdem noch klar. Ja. Also du Wie hast die 16, ganzen Subs hier reinkommen? Du hast ja 16 so. Elixier investiert, er hat 15 investiert, das ist Grabstein? Noch, ja, noch, aber in die andere Richtung, also auf die andere nach Seite, rechts? Dass der Riese rübergepult wird. Okay. Ja, genau. Interessantes Deck, was er da hat. Bogenschützen, wie setzen wir die ein? Einfach links einsetzen. Die setzen einfach links hinter, also links neben den Turm. Ja, ein bisschen zu weit nach hinten. Ja, okay, ne? Hinter ist auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Genau. Passt. Da kannst du jetzt wieder einen Poison Spell draufwerfen. Oder du setzt direkt einen Päcker rein, das ist relativ gleich, wobei du natürlich jetzt hier den Grabstein als idealen Riesenkonto hast. Hm. Oh, der Eismagier one-shottet deine Skelette. Das ist bescheuert. Das ist Weil den Päcker hätte ich jetzt auch reinsetzen können, das war ein Missklick. Ja. Aber vielleicht können wir jetzt in der Gegenoffensive ja, was reißen. Ja, der Packer, also hättest du mit dem Packer, sag ich mal, einen Push gewartet, dann... Oh Gott, Minion Horde hat der auch. Alter, der hat aber auch ein Deck, ne? Das ist interessant, also grundsätzlich hat er ein ziemlich starkes Deck, muss man sogar sagen. Also das könnte durchaus als Meta-Deck fast durchgehen. Kann ich auch, ja, what the fuck, der hat da noch einen Mega-Minion, der ist gut gegen Baby Dragon. Ja, also er hat Riese und alle möglichen guten Karten, die mit Riese irgendwie funktionieren, hat er dahinter. Also das macht schon Sinn, was er da hat. Ich denke, du kannst den nächsten Push aber besser abwehren.
Und dann dürfen wir das hinbekommen. Also du kannst jetzt schon mal irgendwie Bogenschütze nach hinten, genau, nach hinten basen. Dann bannst du seinen Feuerball raus. Möglicherweise. Ansonsten, ja, genau. Jetzt kannst du einen direkt eigentlich einen Packer bringen. Sehr schön, die Nachthexe bleibt in der Plörre, dann sind die da auch wieder auf die Nachthexe musst du ein Bild wieder ransetzen, sonst stirbt die Nachthexe nicht dein. Okay. Gott, das ist so viel Stuff, was der hat, echt. Der Packer ist schon wieder tot. Aber die Bogenschützen. Kannst du es jetzt mit dem Friedhof probieren? Jetzt Friedhof. Ja, jetzt gehen wir rein. Boah, was hat er für ein Zap-Level? What the fuck? Jetzt war der auch einfach noch dabei. Das ist gut. Preußen müssen wir bringen, das ist so viel Truppen. Hätte ich mir vielleicht aufgespart, weil er hat eine Minion-Horde. Wenn er jetzt gleich mit Giant Minion-Horde kommt oder allein mit Nachthexe, dann wird's eng. Jetzt hast du zwar wieder einen Packer, aber jetzt die. Jetzt brauche ich ganz doll selber einen Poison-Spell. Ja, und die Nachthexe, die würde ich da zerpflücken. Weil die Bats einfach Unmengen an Schaden machen und die Karte immer noch overpowered ist. Was nicht heißt, dass die in dieses Deck passt, aber grundsätzlich ist sie einfach zu stark. Okay, der Packer war interessant. Jetzt fliegt ein Baby darauf, weil es dumm läuft. Ah, ärgerlich. Minion-Horden predict. Kannst du einen offensiven Poison-Spell. Oh mein Gott, nice. Perfekt. Wir fangen hier an, wo wir gestern aufgehört haben. Genau. Oh mein Gott. Alter, Packer kommt mal. Oh, wieso geht der nicht den zweiten Hit raus? Was für ein Scheiß. Aber der hat, glaube ich, gerade gesappt. Kann das sein, dass er gerade gesappt hat? Komm. Ja. 1A. Sauber. Wow. Alter, der hat aber auch ein heftiges Deck gegen uns, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber du hast es gut gemacht. Der hatte ja da echt alles dabei. Das war heftig. Okay. Gut. Ja. Nächstes. Oh, wir brauchen noch einen Packer, ist aber auch ärgerlich, ne? Ein Friedhof, ein Packer. Ja. Stimmt. Ah, die Zuschauer fahren hier auch noch. Poison drauf? Ja. Nee? Ja, doch, ich hab ja gesagt. Ich geh rein. Okay, gut, dann geh rein. Ja, das genau, wenn du Friedhof hast, kannst du auf jeden Fall so machen, ja. Er hat eine Skami, aber die wird ihm auch nicht wirklich helfen, weil die Skelette trotzdem da spawnen. Also sie wird ihm schon helfen, aber du siehst, wie die Skelette die Pumpe down machen. Und das war ja eigentlich der Zweck. Das, ich meine, der Turm hat Schaden kassiert, die Pumpe ist down, die Skelettarmee wird sowieso noch weggekillt. Ja, das sind 9 Elixier für 9 Elixier gewesen. Er hat jetzt zwar noch 2 Grabstein Elixier jetzt schon setzen? Ja. Okay. Weil ich frage mich immer, ob das gut ist, ihn jetzt so früh schon zu setzen, weil er läuft ja auch aus, mehr oder weniger. Ja, kann ja gleich nur noch ein Holz bringen. Ja, aber der Grabstein ist ja eigentlich nur der setzt du eigentlich nur, um den Packer direkt in sein Gesicht setzen zu können und in der Zeit nicht mit dem Elixier voll zu laufen. Ja, es ist ja ein Packer jetzt? So. Ja, genau, jetzt Packer. Also direkt, wenn der Golem an der Brücke ist, Packer. So, Alter, jetzt siehst du, der Grabstein. Schrotet den ja. Richtig, der Grabstein ist eigentlich nicht das, womit du den Golem killst, sozusagen nur einen Notfallplan und im Prinzip ist der so wie die Bogenschützen, du setzt ihn einfach und der Gegner muss irgendwas machen, aber der Grabstein, der ist ein risikofreies Play. Wir wissen auch nicht, was er für Truppen hat. Er hat bis jetzt nur seinen Golem gesetzt. Und seinen Skami. Aber die, Das war ja kacke. Ich weiß nicht, ob er 11k ist oder ob er einfach. Also normalerweise müsste er Elixier haben. Oder frustriert? Ja, wahrscheinlich frustriert. Ich glaube, er hat den Packer Pumpe gesehen, machen wir kaputt. Skelett haben wir kaputt gemacht. Und dann haben wir seinen Golem kaputt gemacht. Und dann hat er keinen Bock mehr. Sehr schön, 3 Crown. Ja, guck mal, das ist echt so. Ich sag's das ganz ehrlich. In der unteren. Hier unten in den Trophäen ist der Packer broken, wenn man ihn auf richtigen Level hat. Guck mal, wir spielen nur gegen Royal Giants, Golems und Riesen. Ja. All das kontert der Packer. Ja, so ist es. Das ist wirklich, wirklich ätzend. Aber du kannst da halt nichts machen, das ist das Problem. Du musst eigentlich damit leben, oder du nimmst Feuerball mit. Aber dann hast du halt wieder die Gefahr, dass Feuerball eigentlich nicht so gut ist gegen Einheiten wie Nachthexe oder Hexe ja, oder ja, sonst ja, was. Ja, stimmt. Ich hab jetzt Poison, Holz, Friedhof, Packer. Setz ich Packer, ne? Ja, jetzt musst du Packer setzen. Weil ich hab sonst nichts. Ja. Jetzt haben wir sie verraten. Das Überraschungseffekt weg, aber. Mal gucken, ob es trotzdem klappt. Ich warte, bis der Baby Dragon meinen Baby Dragon angreift und dann setz ich einen Baby Dragon. Genau, ja. Das ist ideal. Dann noch ein Poison. Ja, nice. Das ist genauso, wie du es machen musst, ja. Perfekt. Die Explosion kommt leider an den Turm. Jetzt könntest du jetzt direkt Friedhof, Friedhof bringen, weil du eigentlich erwarten kannst, dass er, ja. Wenn er jetzt hier noch irgendwie Minions oder Minion-Horde dabei hat, dann ist es ein komisches Deck. Dann das scheint tatsächlich einfach ein Golem-Meta-Deck zu sein. Ja. Ja.
Da hat er gar keine Chance. Stark. Nee, nee, das ist dann halt echt gut. Guck mal, jemand hat gar keine Chance. Aber dafür ist das jetzt hier sowas wie ein Free-Win. Nicht ganz, aber man sieht halt, wie gut unser Deck dagegen funktioniert. Ja. Golem ist in der Form, wie der Gegner es ja auch gespielt und aufgezogen hat, wirklich ein Matchup, was einfach für dich ist. Ja. Wollen so welche Decks gegeneinander ist halt auch ein recht langsamer Spielzug, wo man schnell darauf reagieren kann, ne? Ja. Baby Dragon oder Packer? Jetzt Baby Dragon nach hinten. Baby Dragon nach hinten. Und dann den Packer direkt bei der Brücke reinsetzen, ne? Genau. Du kannst den Packer jetzt theoretisch auch schon in die Nachthexe setzen. Damit rechnet der Gegner wahrscheinlich nicht. Dann kannst du die schon mal aufräumen. Oh, richtig gut. Ja. Das Ganze jetzt einmal mit dem Poison Spell noch clearen, ansonsten hast du ein Problem. Ja. Yep. Okay, du hast ein Problem. Ja, jetzt hast du ein Problem. Hält sich zwar noch ja, relativ gut in Grenzen, ja gut, auf jeden Fall gut reagiert. Das geht aber klar. Der Turm ist auch schon unter 1000 AP jetzt. Ein... Ja. Er hat einen Feuerball. Das war tricky. Okay, das war aber nicht besonders... Das war voll scheiße. Ja. So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ja. Ich dachte, wir sneaken uns in den Turm schnell, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Schaden war da, aber der Turm steht halt noch komplett. Ja. Oh nee, jetzt. Jetzt war das verkackt? Mein Baby Dragon war sofort tot. Boah, jetzt läufst du Gefahr, gethreencrawled zu werden. Gott. Ja, jetzt. Ja, ich glaube, er hat dich. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Okay, er scheint's. Ja. Oh, Feuerball. Rage the Baby Dragons. Er hat nicht gewonnen. Allein mit dem liegt. Ja, gut, er hat noch nicht gewonnen, aber allein mit. Oh, er setzt nochmal einen auf. Das war jetzt ein Fehler von ihm. Er hat einfach Golem setzen können, ja. Jetzt kannst du Golem in die Mitte bringen und dann einige Zeit später Friedhof. Packer jagen. Oh, nee. Ich sau nicht auf die Kette. Es ist schwierig, ich weiß. Friedhof, genau. Ja, perfekt. So, und jetzt müsstest du ihn haben. Ja, das ging noch. Unnötig schwer gemacht. What the fuck? Einfach so ein ja. Baby Dragon an die Ecke gesetzt. War sofort down. Ja. Aber gut. Noch gewonnen. Wir hatten auch einfach das bessere Deck. Deswegen ja. Spielen wir das Deck ja, weil man oft gegen solche Decks antreten muss. Hier schreit jemand, ich dachte Free Win, ja, dachte ich auch, bis ich da irgendwelche Freestyle-Züge auspacke. Wir öffnen die Crown Chest. Oh, ein Baby Dragon, schade. Hätte ich da jetzt einen Packer bekommen, ne? Das wäre heftig gewesen. Eieiei, aber auch geil, Baby Dragon, 25. Ja. Minenwerfer und Rakete, na, das brauchen wir nicht so dringend. Noch ein paar Spielzüge dort lernen, dass es mit dem Deck besser wird. Na, man muss höher kommen. Wie hoch würdest du kommen mit dem Kartenlevel hier? Bestimmt 3,6, oder? 3,7? Ich kann es ehrlich gesagt nicht abschätzen. Also, ich würde sicherlich den einen oder anderen Zug ein bisschen anders spielen. Mhm. Aber es ist halt schwer zu sagen, was jetzt auch in den nächsten 300 Trophäen noch kommen würde an Gegnern. Ja, okay. Baby Dragon oder Packer nach hinten? Jetzt einen, ich würde. Baby Dragon bringen, genau, und dann wird er wahrscheinlich noch seinen Magier supporten. Ja. Oh, fuck. Oh, Packer Level 6, was ist das? Du musst probieren, dass der Magier den Packer tankt. Okay, der Magier tankt schon mal nicht den Packer, das ist nicht gut. Oh Gott, das ist gar nicht. Nein, der sollte den Magier angreifen. Ja, jetzt ist der komplett RIP. Nein, jetzt mache ich sowas. Oh, outrange. Ja, okay, war nicht schlecht, aber du hast natürlich jetzt ja auch noch einen Magier in Level 9 und eine. Na, es ist okay, noch nicht verloren. Alter, der hat ja genau das gleiche wie wir, nur alles zwei Level besser. Ja. What the fuck, man? Wie kann man bei 3-3 sein? Es ist jetzt nicht so, dass hier ab und zu mal ein krankes Level kommt. Es sind ja nur diese Levels. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch noch nicht erklären, wie man es schaffen kann, dass man mit Level 6 auf Hacker auf 3300 Trophäen ist. Das, nein, das geht einfach nicht. Alter. Okay, jetzt kannst du es dir erklären. Also man sieht das doch vorher. Man sieht doch vorher, man wirft einen Feuerball hin, dann wird doch angezeigt, wenn der Grabstein weiß blinkt, dann kann der gehen. Sicher, der trifft. Dann nicht. Ich setze jetzt den Friedhof. Ja. Und Skelette. Boah, der one-shottet das Musketier nicht. Ich habe auch den Magier nicht gewonnen, ich one-shotte hier den Scheiß. Aber den Turm kriegen wir. Ja, der Magier ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen tankier, wenn ich mich nicht irre, oder? Okay. Hier schreibt jemand gleiches Kartenlevel bei 4800. Ja, das ist ja, auch normal, ja. Glaube ich. Ja. Also, das ist so das bessere Ende von dem Kartenlevel, aber das hier ist wirklich, glaube ich, so das ganz untere. Ja.
Valkyrie stirbt auch gar nicht einfach. Nö, die hat keine So Lust. Auch. So, was mache ich jetzt? Poison Spell und dann Holz. Hoffentlich killt es irgendwas. Poison? Oh Gott. Ja gut, den Poison hättest du noch ein bisschen mehr Value verleihen können, weil du bist hier bei dem Poison Level darauf angewiesen, dass er wirklich alle Ticks auf die Gegner rausbekommt. Weil, siehst du? Ja, jetzt. Also, dafür, dass du den Poison Spell einen Teil so weit nach vorne gesetzt hast, hast du jetzt viel Elixier investieren müssen. What the fuck? Noch ein Packer? Ja, Packer in den Magier rein und dann am besten direkt mit Kampfholz klären. Okay, geht das so. Also. Kriegen wir auch so hin. Ja, der Inferno-Turm, der ist auch nochmal gut. What the fuck? Wie random. Alter, der Tornado. Okay, das haben wir gewonnen. Okay. Okay, 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 okay. Interessant auf jeden Fall, aber nicht unbedingt das Beste. Ja. Das ging klar.